So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ja, zu dem Part, auf den sich alle wahrscheinlich freuen. Ich habe vorgesorgt, wir haben 99 Leben. Ich wechsle zurück zu Mario, denn wir stellen uns heute dem 242. Stern in diesem Spiel. Allerdings fehlt uns da noch eine Kleinigkeit. Ich habe natürlich auch ein paar Sternteile gesammelt. Allerdings, witzigerweise, fehlen mir genau ein Sternteil. Und das haben wir hiermit. Und damit haben wir die 9999 Sternteile komplett. Das heißt, ich meine, ich habe es oft genug im Let's Play angesagt, wir haben genug Sternteile, um den letzten Stern freizuspielen, den letzten Schabernack-Komet. Und der hat es in sich. Im letzten Part haben wir ja die letzte Galaxie schon freigespielt und auch den ersten Stern da drin geholt. Aber der letzte Stern hat es in sich. Da seht ihr es, 9998 ist zufälligerweise, witzigerweise exakt die Zahl, die ich im letzten Part gesammelt habe, ohne das irgendwie zu wollen. Ich wollte eigentlich ein paar über haben, hatte dann aber tatsächlich genau ein zu wenig. Den lagern wir jetzt ein und jetzt geht's rund. Wow, so viele Sternteile. Aber jetzt kann ich keine mehr für dich aufnehmen. Was mache ich nur? Das Lager erweitern. Wie wär's denn damit, du Lümmel? Puh, okay. Und jetzt geht's los. Hier war ich nochmal die Leben holen. Aber jetzt geht's in die letzte Welt. Und da ist er. In der Hüpfeld-Galaxie. Puh, also ich bin aufgeregt wie sonst sowas. Denn das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr schwerer Level. Der schwerste Stern, den es in einem Mario-Spiel überhaupt zu holen gibt. Also das sagt nicht nur ich, das sagen tatsächlich sehr viele auch im Internet. Das ist definitiv die ultimative Herausforderung für alle Leute, die denken, sie können wirklich gut Super Mario spielen. Der Großmeister der Galaxien. Gut. Wollen wir mal gucken, wie viele Anläufe wir brauchen, nicht wahr? Also, diejenigen, die den letzten Part gesehen haben, die wissen schon, welche Galaxie das ist, was wir hier zu tun haben. Aber in diesem letzten Stern gibt es ein paar Besonderheiten. Eine unter anderem ist die Musik. Denn die Musik ist tatsächlich die Musik aus Super Mario Galaxy 1. Und ihr seht schon, ein Kraftpunkt. Und um das Ganze noch einen Tucken schwerer zu machen, es gibt den ersten Fail. Es gibt keine Rücksetzpunkte. Das heißt, sollten wir auf der letzten Etage verkacken, dann haben wir verkackt. Dann starten wir wieder hier. Und das ist die Schwierigkeit bei dem ganzen Ding. So, ich konnte die ersten Parts mal richtig gut, aber wird sich zeigen, wie gut ich mich jetzt hier anstelle. Ich muss auch zugeben, mein Puls ist ein bisschen erhöht. Das ist eventuell nicht sonderlich hilfreich für die Galaxie. Aber was soll's. So. Auf in den zweiten Part. Hier habe ich mich beim letzten Part ja richtig blöd angestellt. Diesmal machen wir es ein bisschen klüger. So nämlich. Und wir genießen nebenbei natürlich die wunderbare Musik, die die ganze Zeit von mir unterbrochen wird. Das ist eine schöne Sache. So, und ich glaube, jetzt habe ich schon verkackt, weil der wird mich jetzt treffen, oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay, Stufe 2. Ebenfalls gemeistert. Auf geht's zu Stufe 3. Hier müssen wir Yoshi leider hinter uns lassen. Nach Stufe 3 kommt, glaube ich, sogar neue Musik wieder. Das ist cool. Ja, also wie gesagt, also mein Puls ist deutlich überhöht. So hoch sollte er nicht... Das war's. So hoch sollte er nicht sein. Und das ist das Problem bei mir. Ich lasse mich nämlich sehr leicht außer Ruhe bringen bei sowas. Sobald ich nämlich sehe, wir haben nur irgendwie einen Lebenspunkt, da ist bei mir das Stresslevel enorm hoch. Aber egal. Also, wir werden zusehen, wie viele Anläufe wir brauchen. Das ist jetzt der dritte Anlauf. Schade, schade. Aber lässt sich nicht ändern. Ich bin echt gespannt, wie viele ich brauchen werde. Und solltet ihr das Spiel selber besitzen und selber auch die letzte Galaxie bzw. den letzten Stern freigeschaltet haben, dann könnt ihr mir sehr gerne mal in den Kommentaren hinterlassen, wie viele Anläufe ihr gebraucht habt. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Ich habe es gerade verkackt. Ich glaube, ich habe es gerade verkackt.
Denn wir müssen jetzt hier den letzten noch holen, ohne getroffen zu werden. Schnell runter. Ja, doch, scheint zu funktionieren. Man muss bei den Dingern eigentlich immer nur in Bewegung bleiben, dann ist es kein Ding. Größte Panik habe ich tatsächlich eigentlich eher vor dem Teil, der hier nachkommt. Das ist ja der Teil, wo dann, ach stimmt, ich weiß auch, wieso das nicht funktioniert hat mit dem Sprung. Beim letzten Mal haben wir mit Luigi gespielt. Mario muss ein bisschen höher, weil der kann ja nicht so hoch springen. Aha! Vielleicht habe ich auch zu lange mit Luigi gespielt und nicht mit Mario. Das könnte auch sein. Dass ich mit Mario jetzt nicht mehr so wirklich zurechtkomme. Das war jetzt, das wäre ein sehr lustiger Fail geworden, glaube ich. Gut. Also, ich denke mal, die meisten von euch, die werden schon erahnen, dass das hier mit großer Wahrscheinlichkeit der letzte Part sein wird. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht brauchen wir für diese Galaxie einfach 5000 Parts. Gefühlt. Ich hoffe es nicht. Aber ich kann auch versprechen, dass ich es jetzt nicht im, Fourth Try schaffe. Das ist, ist eigentlich unwahrscheinlich. Aber zumindest haben wir ja schon mal bis zu dem Wolkenpart geschafft. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Frage ist, wie viele Anläufe brauchen wir? Ich habe es jetzt so tausendmal wiederholt. Aber was soll's. Ich bin halt ein bisschen aufgeregt. Seht es mir nach. Seht es mir bitte nach. So, und jetzt stelle ich mich hier nicht so dämlich an. Ich krieg das besser hin. So. So. Oh. Gott sei Dank hat das geklappt. So. Oh, seht ihr. Sieht schon besser aus. Allerdings muss ich zugeben, mit Luigi würde ich mich deutlich wohler fühlen, weil... Naja, ist einfacher mit Luigi tatsächlich. So, ab in den vierten Teil. Neue Musik? Ja. Okay. Die Eierplanet-Galaxie aus Super Mario Galaxy. Von der Musik her, meine ich. Übrigens habe ich mir den letzten Part auch nochmal angeguckt, beziehungsweise die Rohaufnahme, und habe festgestellt, dass diese Laser-Dinger nicht mehr aktiv... Danke. Nicht mehr aktiv sind, wenn man an ihnen vorbei ist. Wollte ich sagen. Okay. Auf ein neues. Schade, schade. Ja, und mein Puls ist tatsächlich gestiegen, als wir den Bereich geschafft, den Bereich betreten haben. Das ist echt... Das ist so ziemlich das einzige Level in einem 3D-Mario, wo ich wirklich einen Heidenrespekt vorhabe. Das ist sehr interessant. Also ich habe ja Anfang letzten Jahres, ne, also 2022, hatte ich mir Super Mario 3D World für die Switch nochmal gekauft und habe das tatsächlich auf nicht die wirklichen 100% durchgespielt. Das ist noch eine Sache, die ich machen möchte. Sondern ich habe wirklich nur bis zur letzten Welt gespielt. Bis zur letzten Welt und das letzte Level auch geschafft, tatsächlich mit Mario. Allerdings, um die 100% in Super Mario 3D World zu holen, also die wahren 100%, muss man ja alle Level mit allen Charakteren spielen. Und da es 5 Charaktere in dem Spiel gibt, ist das echt... Puh. Und ich habe sehr viele Anläufe gebraucht für den letzten Level mit Mario. Und dann, spaßenshalber, habe ich mal mit Luigi angefangen. Kannst du vergessen. Oh, 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 oh. Nee. Das war mir zu risky. Das ist auch riskant. So... Ducken. Da kommt Mario drüber. So. Gut. Der Teil hier ist eigentlich auch relativ easy. Ich habe mich nur ziemlich doof angestellt bei den letzten paar Malen. Gebe ich zu. Und der Part, wovor ich eigentlich am meisten Panik habe, ist der hier. Im Übrigen ist das ganze Level dadurch auch nochmal schwieriger geworden, dadurch, dass wir ab hier Wolken-Mario bleiben müssen. Ne, weil man verliert das ja nur, wenn man Wasser berührt oder wenn man vom Gegner getroffen wird. In dem Level gibt es kein Wasser. Heißt, wir müssten von einem Gegner getroffen werden, um Wolken-Mario zu verlieren. Problem, wird Wolken-Mario getroffen, sind wir tot. Das hat man ja schon mal rausgefunden. Oh, oh nein.
Okay. Ich hatte große Angst. So, hier vorbei, dann macht er nichts mehr. Das ist eine gute Sache. So, so, so. Darüber schnell. Okay. Und jetzt sollten wir den Rest eigentlich auch... Sehr schön. Okay. Nächster Part. Mein Puls steigt. Und das Problem ist, Wolken-Mario ist relativ langsam im Fall. Das heißt, das Sprungverhalten ist ein bisschen anders, als man es kennt. Ach komm, ich habe in dem Moment eine Drehattacke gemacht. Und Neustart. Yeah. Wow, das war der dämlichste Versuch bislang. Hm. Okay. Siebter Versuch. Wenn mich nicht alles täuscht. Wisst ihr was? Spaßenshalber werde ich mal einen Zähler in das Video einbauen. Dass wir gucken können, wie viele Anläufe wir gebraucht haben. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie ich es mache, sollte ich es nicht in der Partlänge schaffen. Also haltet euch schon mal bereit. Der Part wird mindestens... Also sollte ich es nicht schaffen, ich gehe bis mindestens 30 Minuten. Ja? Und eventuell schneide ich danach. Da schneide ich euch dann den Run rein, den ich gepackt habe. Aber ich zähle auch, wie viele Anläufe ich gebraucht habe. Nee, damit ihr wisst, was euch erwartet, solltet ihr diese Mission jemals selber mal ausprobieren wollen. Ich glaube, jetzt werde ich getroffen. Nee, doch nicht. Ich verschätze immer die Geschwindigkeit von den Dingern. Überschätze. Überschätze die Geschwindigkeit von den Teilen. So, Yoshi. Auf Wiedersehen. Was hast du eigentlich zu sagen, Brillentod? Bitte weitergehen. Hier gibt's nichts von Interesse, außer vielleicht einer dichten Wolkenhecke. Haha, lustig, nicht? Was für ein Wortspiel. Anstelle von Decke, deswegen... Ja, schon gut. Ein Versuch war's wert. Na, ja, der ist fast so ich wie bei Partys. Versucht, einen Witz zu machen, scheitert kläglich. Naja. tue ich eigentlich immer. Nicht nur auf Partys. Ja. Vor allem, weil ich ja so ein Partygänger bin. Oh, 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 oh. Ich war mir nicht sicher, ob dieser Sprung, ob ich den schaffe, sagen wir es so. Nee. So. Ja, seht ihr mal. Bis hierhin ist ja weitestgehend kein Problem. Der Teil hier drüben geht tatsächlich auch, wenn man weiß, wie man sich zu verhalten hat. Man muss nur ein bisschen aufpassen, was die anderen Situationen hier hergeben. Schön wäre es natürlich, wenn wir es hier nochmal durchschaffen, ohne Probleme. Dafür gehe ich hier runter. So, über den springen wir drüber, über den springen wir drüber, über den springen wir drüber. Sehr schön. Dann springen wir an ihm vorbei. Sehen zu, dass der hier schießt. Oha! Ganz vergessen. So, eins, zwei, drei. Oh! Ja, das war ultimativ dumm. Ha, willkommen, grüner Tod. Ja, sind wir wieder. Was will. Yoshi! Das ist auch dasselbe wie im ersten Stern auch. Okay. Ach ja, gut, damit habe ich natürlich das Pattern von den Gegnern schon ein bisschen verändert. Das ist blöd. Das könnte uns zum Verhängnis werden. Bei ihm hier? Nee. Bei ihm? Auch nicht. Okay, das funktioniert. Zack, zack, zack. Ich habe es übrigens, glaube ich, noch nie hingekriegt, hier von einem Kugelwilli getroffen zu werden. Also eigentlich hätten sie sich die auch sparen können, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man muss ja so oder so immer in Bewegung bleiben. Ich rede mich hier um Kropf. Mhm. Ich rede mich um Kropf. Ich rede mich um Kopf und Kragen, einfach weil ich so aufgeregt bin. Das ist aber übrigens eine Sache bei mir, das stört mich in der Konzentration tatsächlich nicht. Weil ich kenne einige Leute, die... können sich nicht wirklich auf das Spiel konzentrieren, wenn sie sich dabei unterhalten. Das ist tatsächlich eine Sache, die bei mir nicht so stattfindet. Also mit mir kann man auch sprechen, während ich spiele und alles. Und ich antworte auch. Nur wenn ich mich wirklich extrem konzentriere, dann kann es schon mal vorkommen, dass ich ein bisschen ruhig werde. Ich meine, das habt ihr in diesem Let's Play auch ein paar Mal mitgekriegt, ne? Oh, nee. Der wäre zu eng geworden. Mario nicht in den Elektrozaun.
Keiner mag den Elektrozaun. Außer Hirten. Das war vielleicht ein bisschen knapper, als es sollte. Oha. Okay. Nach ein paar Startschwierigkeiten hat auch der Versuch bis hierhin geklappt. Und das hier ist wirklich so ein bisschen meine Nemesis. Das ist, die Stelle mag ich überhaupt nicht. Selbst die Stelle später dann mit den Hammerbrüdern, habe ich nicht so einen Schiss vor wie vor der hier. Muss ich tatsächlich gestehen, das ist ein bisschen merkwürdig. So. Oh shit. Oh doch, hat geklappt. Sehr schön. So. Den zurück. Auch gut. Du machst nix. Hier bleibe ich erstmal stehen. Hier bin ich relativ safe. Okay, ich dachte, ich treffe ihn. Trugschluss. So, okay. Oh Gott. Okay. So. Ganz ruhig, Lukas. Ganz ruhig. So schwer ist das Ganze nicht. Das ist nur das schwerste Level in allen Super Mario-Spielen aller. Von allen. Okay. So. Diese Stelle hier ist echt gemein. Okay, das haben wir. Sehr schön. Jetzt dürfen wir uns nur nicht von den Gummas treffen lassen. Das ist aber vergleichsweise kein Problem. Gott, war das knapp. So, den lassen wir noch zurückfahren. Hui! Dann können wir hier durch. Hier durch. Oh, ich zitter, Leute. Ich zitter wirklich. So, hier schnell vorbei. Hier an dem Gumma vorbei. Und den Teil haben wir auch. Sehr schön. Dann bleibt jetzt nur noch der letzte Teil. Mal gucken, ob wir den schaffen. Die bösen, bösen Hammerbrüder. Gott sei Dank müssen wir allerdings nicht gegen die Hammerbrüder alle kämpfen, sondern in Anführungszeichen nur gegen die Bumerangbrüder da hinten. Was natürlich schon schwer genug ist. Seien wir einfach ehrlich. So. Dich weg. Was? Ich hab nicht kommen sehen von hinten. Ich hab's zu spät gesehen. Verdammt. Ja, der Puls ist hoch. Der Puls ist sehr hoch. Gebe ich zu. Aber ist ja auch ein wirklich anspruchsvolles Level, ja? Da darf der Puls schon mal etwas höher sein. Aber gut, wir haben es schon mal bis zur letzten Stage geschafft. Und die letzte Stage werden wir ja wohl auch noch hinkriegen, ja? Das soll ja wohl kein Problem sein hier. Soll ja wohl kein Problem sein, wenn wir den ganzen anderen Rotz hier auch hinkriegen. Kleiner Funfact, als ich den Level das erste Mal gemacht habe, hatte ich hier tatsächlich die meisten Probleme. Na gut, ich kam meistens nicht sonderlich weiter als bis hierhin. Von daher. Aber jetzt seht ihr, hier in dieser Situation erst einmal gefailt und das war im letzten Part, als wir das mit 3 Kraftpunkten gemacht haben. Es ist nur nervtötend, dass das immer so lange dauert, ne, der Weg bis dahin. Naja. Play, fail, repeat, win. Hoffentlich. Ah, das wäre zu eng gewesen. Es ist immer so ein Abwägen, ne? Natürlich wäre es auch ziemlich geil, wenn man mit... Oh Gott. Mit 3 Blumen... 3 Wolken den Part bis zu dem anderen hinbekommen, wo war da diese... Oh! Sagte er und machte es. Das ist, nice. Nicht schlecht. Gut. Das erleichtert uns die Sache schon mal etwas. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So. Damit können wir nämlich schon mal zumindest bis zu dem hier hin. Jetzt gehe ich rüber auf den. Da kann ich nämlich den ausweichen. Mach den weg. Und kann dem besser ausweichen. Ja.
Ich habe gedrückt, ich habe nicht tief genug gedrückt, verdammt. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Ihr wart euch doch bestimmt im Klaren, was passieren wird, oder? Wie dieser Part aussehen wird. Dachtet ihr wirklich, ich komme hier locker flockig einfach so durch? Ha, nee. Nachdem ich das ganze Let's Play auf diese Galaxie hingearbeitet habe und euch davor gewarnt habe. Nee. So einfach ist das nicht. Also natürlich, man könnte theoretisch gesehen auch cheaten, wenn man den Yoshi-Glitch perfekt beherrscht, aber das tue ich nicht perfekt. Ja, wobei, ich glaube, man würde hier auch gar nicht weiterkommen ohne... Wobei doch, ich glaube, ich habe mal ein Video gesehen, wo einer das tatsächlich geschafft hat. Der ist hier mit Yoshi einfach da weitergeflogen und, also mit diesem Glitch. Und hat da tatsächlich die nächste Stage erreicht, aber das dauert ewig und das ist an sich tatsächlich klüger, einfach hier die Sache zu machen. Weil das dauert ewig, bis man hier auf der anderen Seite ankommt. Das ist nämlich nur eine Überblende. So. Wolken Mario. Erneut. Mir fällt gerade auf, das mit dem Zusammenschnitt wird schwer, weil ich habe echt inzwischen schon vergessen, wie viel der Anlauf das ist. Das ist... Oh Gott! Oh! Ja, doch, hat funktioniert. Okay, nur eine Wolke. Na, egal. Das ist ja nur beobachten und reagieren. Nicht so wie ich, bei der Reaktion einfach einpennen. Gefühlt. Oh Mann, das war peinlich. So. Dann wollen wir doch mal. Zack, safe. Der trifft mich. Ja. Ist jetzt der 11. Versuch, oder was? Habe ich das richtig im Kopf? Ist schwer zu zählen, das muss ich zählen, wenn ich das Video bearbeite, ganz ehrlich. Oh nein. So. Naja, der erste Teil geht wenigstens locker flockig von der Hand, ne? Also die ersten zwei. Der dritte ist einfach nur langwierig. Der vierte Teil ist wirklich eine Herausforderung. Der fünfte Teil ist an sich auch eine Herausforderung, da über dieses Elektrozäune springen, das ist... Ist nicht sonderlich meine Stärke. Aber dann der mit den Schwebesternen, das geht eigentlich. Und dann der letzte Part mit den Hammerbrüdern, das ist wirklich... Boah. Das ist ein Teil, der sehr anspruchsvoll ist. Vor allem, weil die Hämmer ganz schön weit fliegen. Wie wir festgestellt haben. So. Da sind wir wieder. Unser alter Bekannter hier. Aber zumindest hat man echt geile Musik. Ich meine, die Musik von Galaxy 1 war ja schon legendär gut. Die von Galaxy 2 ist auch nicht von schlechten Eltern. Davon mal abgesehen. Aber die vom ersten Teil hat irgendwie nochmal ein bisschen was Epischeres. Epischer? Epischeres? Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Ja doch, dieses, ja... Gartengalaxie ist schon ein ziemlich geiler Song. Und Eierplanet-Galaxie ist eigentlich auch nice. Wobei ich zugeben muss, das wäre nicht mein Favorite-Pick. Das muss ich gestehen. Oh, wir hatten noch eine Wolke. Und auf und davon. Und wieso hat das nicht gezählt? Das hat gezählt. Sehr schön. Du schießt jetzt nicht. Ein bisschen safe halten. So, oh. Böse Laserstrahlen. Ich hatte zu spät gesehen, dass da ja gar keine Plattform ist. Seht ihr, das meinte ich mit Konzentrationsschwäche. So. Puh, auf geht's. Ja. Willkommen zurück. Ich muss mich echt konzentrieren hier. Das ist unglaublich. Oh, ich bin fast reingesprungen. Habt ihr das gesehen? So.
Nein! Wieso springe ich da nicht einfach dran vorbei und ziehe mich... Verdammt, das ist eine Idee. Das ist eine Idee. Einfach mit einem Longjump an den... Oh, das war jetzt knapp. An den... Wow. An den Dingern vorbei, wollte ich sagen. Und dann... weiter. So spare ich mir diese Doppelten. Die finde ich am schwersten, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser längliche, der geht ja noch, aber die, die in deiner Laufrichtung sind, ne, die sind nicht ohne. Hier ist alles nicht ohne, Lukas. Zack, zack, zack. Ach ja. Ja, also wie gesagt, das wird definitiv dauern, bis wir den Stern geholt haben. Es ist schon sehr anspruchsvolles Niveau. Sagen wir es so, aber das sind die letzten Sterne in den 3D-Mario-Spielen eigentlich immer. Beziehungsweise die letzten Level. Also angefangen haben sie das eigentlich... Na, wobei, stimmt nicht ganz. Der letzte Level in Super Mario Galaxy 1, der war vergleichsweise einfach. Das war ja eigentlich nur das allererste Level, das Intro. Nur, dass du da halt die 100 lila Münzen gesammelt hast. Super Mario Galaxy 2 hat das Ganze schon etwas schwerer gemacht und dann haben sie das eigentlich weitergeführt, ne? Super Mario 3D Land hatten sie ein ultraschweres Level zum Schluss. Super... Na, das wäre nichts geworden. Super Mario 3D World hatte ein ultraschweres Level zum Schluss. Super Mario Odyssey hatte ein superschweres Level zum Schluss. Mehrere superschwere Level zum Schluss tatsächlich. Hatte Galaxy ein super... Galaxy... Sunshine, super schweres Level zum Schluss? Eigentlich nicht, ne? Corona Mountain fand ich tatsächlich gar nicht so schwer. Das war eins meiner... Lieblingslevel würde ich jetzt nicht sagen, aber... ich fand das nicht schwer. Und auch die Münzen da drin sammeln fand ich nicht so schlimm. Ich kam mit dem Boot relativ gut zurecht. Was viele ja heute noch... Oha. Ich dachte, das reicht schon. Boah. Okay. Bin ich hier noch safe? Wenn dann nur ganz knapp. Dann machen wir es vorsichtshalber so. Und saven uns hier nochmal. Drüber gesprungen. So. Aber seht doch mal. Man lernt immer weiter, ne? So, und da hinten vorbeispringen und mich dann mit den... Ob das funktioniert? Ich will es einfach mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Wenn ich hier einen Long Jump mache. Es geht. Es geht. Damit spart man sich echt eine sehr schwierige Passage. Das ist nicht schlecht. Das freut mich. Ist die Musik nicht wunderbar? Ich liebe sie, ohne Witz. Sie ist so gut. Sie ist so gut. Puh, und da steigt mein Puls schon wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, das war knapp. Hui. So. Auf zu den bösen Gebrüdern. Nicht wahr? Diesmal stellen wir uns ein bisschen klüger an. Ta, ta. Das ist übrigens auch die Musik aus Super Mario Galaxy 1 von der letzten Galaxie. Das ist, fand ich damals sehr cool. Mach doch! Die Wirbelattacke, wollte ich gerade sagen. Das ist blöd, dass der da gelandet ist. Nein! Mit Luigi hätte der Sprung geklappt. Also die vorderen Hammerbrüder, mit denen müssen wir uns eigentlich nicht befassen. Müssen wir halt wirklich nicht. Aber der hintere, der ist auf jeden Fall einer, der weg muss, weil ansonsten erschwert er uns den Kampf mit den Bumerang-Brüdern echt ungemein. Also der muss auf jeden Fall weg. Ich mache hier schon Pläne für Situationen, wo ich noch gar nicht hingekommen bin. Oh nein! Ja, ja.
Wisst ihr, was ich mir fast sogar überlege? Wie wär's denn damit, wenn ich die Aufnahme einfach laufen lasse? Der Part wird dann halt so, keine Ahnung, gefühlt eine Stunde oder so lang. Aber ich mach dann zusätzlich nochmal so, dass ich den Run, der funktioniert, nochmal als separates Video hochlade für diejenigen, die sich nur diesen Run angucken wollen. Das ist, denke ich, mal eine gute Idee. Dann freuen sich die Leute, die das Let's Play wirklich durchgehend verfolgt haben. Ich weiß, es sind nicht viele, aber es gibt ein paar. Die freuen sich dann über einen wirklich extra langen Part. Und die, die einfach nur sehen wollen, wie ich hier diese Galaxie schaffe, die freuen sich auch, weil sie einen kurzen Part kriegen. Und denken sich so, wow, was ist denn das für ein Pro-Gamer? Ja, ich schreibe ja dazu, der wievielte Anlauf das war, also von daher. Ach ja, oh. Mit einer Wolke. Na gut, kriegen wir hin. Hoffe ich. Aber diese Stelle tatsächlich irgendwie, nachdem ich jetzt rausgefunden habe, dass man die stoppt, wenn man dran vorbeispringt. Das macht die Sache unglaublich einfach. So. Schnell hier dran vorbei. Hier drauf. Oh. Na, ah, das war dumm. Das war dumm. Ich war der Meinung, das war schon der dritte Ring, den er abgefeuert hat. War es aber nicht. Verdammt mich! Naja. Alles auf Anfang. Oh Gott. Fast daneben gesprungen. Ja, ja. Das hier kennen wir ja inzwischen aus dem FF, ne? Hui. So. Abstand halten, Vorsicht, Google Willi. Und hopp. Miau. Ein bisschen Wortkack werde ich dann aber schon. Ist ja auch eine sehr anspruchsvolle Galaxie. Also selbst der normale Stern, finde ich, der ist schon. Huch. Obwohl der eigentlich genauso ist wie der hier. Wobei es stimmt nicht, ganz leichte Änderungen gibt's. Denn im allerersten Bereich habt ihr ja gesehen, da sind diese komischen fliegenden, ja, die sehen aus wie so fliegende Beeren, sage ich mal. Das sind beim normalen Stern tatsächlich Paragumbas. Mhm. Diejenigen, die den letzten Part gesehen haben, die wissen das. Die wissen das. Oh, er ist nicht gesprungen. Dieser Sprung ist aber auch riskant, ja? So. Tada. Und Longjump. Okay. Und einfach zum Stern hintreiben lassen. Auf geht's. Übrigens bin ich heilfroh, dass man hier keine grünen Sterne sammeln muss. Ich will nicht wissen, wo die wären. So. Wie gewohnt mit zwei Wolken. Zack. Nicht klug. Das hat funktioniert. So, komm, schieß dann. Und... Oh Gott. Ich dachte gerade ganz kurz, dass es das gewesen wäre. Das wäre es fast gewesen. So, den zurückschießen, dann haben wir den schon mal weg. 3. Oh. 1, 2, 3. Also zugegebenermaßen, das war dämlich. Puh. Leute, stellt euch drauf ein, das wird ein sehr langer Part. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen mehr Konzentration an den Tag zu legen. Vielleicht funktioniert das ja. Also das, was mich eigentlich am meisten nervt, ist tatsächlich nicht, dass man nur einen Lebenspunkt hat, sondern dass es kein Checkpoint gibt in dem Level. Dass man wirklich immer alles von vorne machen muss. Aber gut. Das ist halt die Schwierigkeit bei diesem Stern, ne? Der perfekte Run. Der
perfekte Run im Sinne von, du musst hier durchkommen, du darfst keinen Lebenspunkt verlieren und du musst alles auf Anhieb schaffen. Aber glaub mir, wenn man es dann geschafft hat, ne? Boah, das ist so ein geiles Gefühl. Das ist ein richtig gutes Gefühl. Aber dafür muss man es erstmal schaffen und da sind wir noch etwas von entfernt. So. Ohohoho, das war die falsche Richtung, in die er gesprungen ist. Mario? Danke. Zack, Long Jump. Blume holen. Das ist eine Wolkenblume. Okay. Ja, eine Hauptsache, er hat da noch die Wolke hingesetzt. So. Aber irgendwie habe ich in letzter Zeit jetzt doch wieder Probleme hier mit dem Ding, ne? Na gut, komm. Oh. Ich verstehe manchmal nicht, wieso sie dann aufhören zu schießen. Erst machen sie alle verrückt hier und dann... Ah. Oh, das war knapp. So, schnell vorbei. Das machen wir so. Er schießt sein Feuer. Nicht treffen lassen. Ah. Drei. Eins. Zwei. Drei. Okay, machen wir es anders. Du schießt mich nicht ab. Die Kugel ist in mir explodiert. Auch nicht schlecht. So. Hier sind wir wieder. Nach längerer Zeit sind wir auch mal wieder hier. Upp. So, hier wissen wir unsere Abkürzung. Die funktioniert. So, den Paragummer da noch weglassen. Zack. 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 Schnell rüber. Das war doof. Wie habe ich das hinbekommen? Kann mir das bitte... Eine erklären? Regie, könnten wir davon bitte mal eine Zeitlupenaufnahme? Ich werde sowas von vergessen. Oh, ich habe sogar vergessen, dass man hier ja den Schwung holen muss. Manchmal bin ich halt ein Idiot. So. Rundrum. Auf geht's zu den Gebrüdern. Whee! So, und hier steigt mein Puls immer und immer wieder an, bis zum geht nicht mehr. Das ist echt ekelhaft. Hallo, Herr Gebrüder. Herr Bruder, nicht Gebrüder. So. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ich alle Hammerbrüder... Oh. Nee, du triffst mich nicht. So. Jetzt haben wir hier kurze Zeit zum Ausruhen. Okay. Der ist schon mal weg. Ihr könnt nicht so weit werfen, hoffe ich. Sie können so weit werfen. Oh, okay, der ist weg. So, und jetzt? Nur noch kriechen, fortbewegen. So. Leute, mein Puls ist auf 1000. Der ist weg. Nur noch einer. Nur noch einer. Und tschüss. Wir haben's. Wir haben's. Oh. Alter, mein Puls, mein Blutdruck. Er ist hoch wie sonst sowas. Das ist das Secret von Super Mario. Hier, man sieht richtig, wie ich zitter. Krass. Das ist das geheime Secret für den 242. Stern in Super Mario Galaxy 2. Wir stehen vor Rosalina. Du bist also derjenige, der alle verstreuten Sterne eingesammelt hat. Ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken. Deine Taten werden die Geschichte des Kosmos neu schreiben. Möge der Glanz der Sterne für ewig auf dich scheinen. Und sind wir bereit? 3, 2, 1. Oh!
es ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich diesen Stern eingesammelt habe. Und ich muss gestehen, das erste Mal, gut, ich war auch deutlich jünger, das erste Mal hatte ich Hilfe im Zweispieler-Modus. Und das war da jetzt das erste Mal, dass ich im Singleplayer diesen Stern geholt habe. Galaxie komplett. Die Welt ist komplett. Die Nachricht wurde an die V-Pin-Wand geheftet. Was soll das denn bedeuten? Das zeige ich euch noch, keine Angst. Ich glaub es nicht. Es sieht fast so aus, als wäre gerade die Hüterin der Luma hier auf dem Deck erschienen. Es ist eine Ewigkeit her, seitdem ich sie das letzte Mal gesehen habe, aber sie hat sich nicht verändert. Das Spiel wurde gespeichert. Ja, Rosalina ist jetzt an Deck. Ich möchte dir meinen Dank aussprechen. Das ist übrigens alles, was sie sagt, danach passiert nichts mehr. Aber man kann... Oh. Also das ist wirklich einfach nur das Goodie, dass man weiß, man hat 100% in Super Mario Galaxy 2. Aber man kann auf ihr rumspringen. Toll. Ja, jetzt gucken wir uns die Statistik einfach nochmal an. Hüpfeld Galaxy. Ich bin immer noch am Zittern. Nehmt's mir nicht übel, bitte. Hüpfeld Galaxy. Welt S 100% komplett. Welt 6 100%. Überall die goldenen Kronen. Leute. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wir haben die 100... Achso, das ist dasselbe nochmal. Wir haben die 242 Sterne und damit die 100% in Super Mario Galaxy 2 geschafft. Und jetzt möchte ich euch noch kurz zeigen, was das ist mit... wurde an die V-Pin-Wand geheftet. Erstmal speichern. Dann gucken wir uns nämlich nochmal unseren Spielstand an. La 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 la. Er funkelt. Da ist der große Stern. Grandioser Großmeister der Galaxien. Puh. Ja, das ist... Es wäre noch schön, wenn man jetzt so die sehen könnte, wie lange man gebraucht hat. Das wäre ziemlich nice. Aber hier sehen wir am 3.1.2023 um 20.35 Uhr. Das stimmt so nicht. Ich habe vergessen, die Uhr zu stellen bei meiner Wii U. Okay, wir haben es nämlich 19.19 Uhr. Aber wir gehen jetzt mal zurück. Oh nein, die Fernbedienung ist bald leer. Also die Batterie. Naja, zwei Balken. Das reicht noch locker eine Woche. Oh, Leute, mein Puls, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie gesagt, ich spiele auf der Wii U, ne? Dementsprechend nicht wundern, hier Wii U, Wii U Menü. Heute, wie viel aufgenommen? Na gut, das ist die... Ne, wenn man in den nächsten Tag reinspielt, dann zählt das für den Tag und nicht für den vorherigen Tag. Das ist die Aufnahme, 1 Stunde 55 Minuten, das stimmt nicht. Ich habe noch relativ lange gebraucht. Ach so, ja, stimmt. Ich habe mal noch die Leben geholt und dann habe ich die... Habe ich eine Pause gemacht und dann habe ich die Galaxie angefangen. Diesen Part mit euch. Und jetzt guck mal. Grüß dich, Renchi. Du hast unglaublicherweise wirklich alle Sterne in diesem Spiel gesammelt. Diese glanzvolle Leistung verdient unseren ganz besonderen intergalaktischen Glückwünsche. Wir danken dir, dass du dieses Spiel bis zum allerletzten Ende gespielt hast. Du bist ein würdiger Galaxien-Großmeister. Von allen Mitwirkenden an Super Mario Galaxy 2. Spielzeit 26 Stunden, 7 Minuten, 14 Sekunden. Das ist ordentlich. Und wir haben ein Foto bekommen. Und da sehen wir alle 242 Sterne, die wir gesammelt haben. Ja, das war noch eine Sache bei der Wii. Aber... So schön, wie dieses Erlebnis jetzt war, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Wie gesagt, die Uhrzeit da unten, das stimmt nicht. Das Datum stimmt, aber die Uhrzeit nicht. Dementsprechend, wir haben die 100% in Super Mario Galaxy 2 gemeistert. Ich bin unglaublich glücklich gerade. Ich hoffe, euch hat das gesamte Let's Play gefallen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen erträglich gemacht teilweise. Und ich hoffe auch, ihr schaltet beim nächsten Let's Play wieder ein. Was genau es werden wird, weiß ich noch nicht. Ich hoffe trotzdem, ihr freut euch drauf, auch wenn wir, wie gesagt, noch nicht wissen, was es wird. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall zum letzten Mal von euch in Super Mario Galaxy 2. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Projekt. Euer Renchi. Bye.